geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh!-Kanal hier auf YouTube. Was hat Konami soeben getan? Konami hat die Banlist gedroppt. So sieht's nämlich aus. Die verbotene und limitierte Kartenliste wurde aktualisiert und wir steigen direkt ein und schauen uns an, welche der Karten auf der Liste gelandet ist. Ich wurde auf Instagram schon so ein bisschen gespoilert. Also ich habe ein ganz, ganz großes, fettes Kreuz gesehen. Aber bevor wir loslegen und uns die restlichen Karten auf dieser wunderbaren Banlist angucken, Daumen da lassen und abonnieren nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr kein... Was war denn das hier gerade? Das war ein bisschen viel gerade, oder? Abonnieren nicht vergessen für all die, die zum ersten Mal auf dem Kanal sind, denn nur so bleibe ich weiterhin motiviert und baller ein Video nach dem anderen für euch raus. Und ohne noch mehr von eurer kostbaren Zeit zu verschwenden, los! Ich habe die verbotene und limitierte Kartenliste hier schon mal offen und wir gucken doch auch mal direkt rein. Hier sehen wir es schon, gültig ab dem 15.12.2020. Dann sehen wir auch hier, da ist es interessant, Aktualisierung. Nach dieser wird nicht vor dem 1. März 2021 stattfinden. Sprich, die nächste Banlist kriegen wir nicht früher als am 1. März 2021. Heißt, dass in dieser Banlist auch schon das nächste Set Blazing Vortex mit inbegriffen ist, wenn ich das so Mitte, Ende Februar, glaube ich, rauskommt hier bei uns. Bin echt gespannt, ob die Banlist für das Blazing Vortex Set spielt. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier so drin haben. So, ich scroll mal hier runter. Und da sehen wir auch schon die erste Karte. Zerstörungsschwert des Drachenbusters ist auf der verbotenen und limitierten Liste gebannt. Ja, wurde auch mal Zeit. Ganz ehrlich, hat ein Holo Ultra Rare Reprint bekommen. Das drei, warte mal, ich hab noch eine. Warte. Ein paar Sekunden später. Guck mal, die Kap. Ich hab hier. Warte. Kann ich auch noch. Genau. Den Ultra Rare Print aus dem. Ich glaube, das war Dwarf. Warte mal. Dual Overload. Nee, bla. Hier. Battles of Legend Armageddon. Da ist das Ding. Guck mal hier. Zieh mal scharf. Komische Kamera. Warte. Ich mach mal hier. Da. Das Ding. Sind wir los. Dieses Ding macht nichts mehr. Dieses Ding. Kann verschwinden. So geil, Alter. So, jetzt habe ich hier eine Karte zerrissen. Weiß ich gar nicht. Darf ich das machen? Werde ich dann noch von Konami gesponsert? Wenn ich die zerreiße? Jetzt habe ich hier eine Karte kaputt gemacht. Ich glaube, das mache ich beim nächsten Mal nicht. Ja, aber zu Recht. Diese Karte gehört auf die Banlist, diese Karte gehört zerrissen, verbrannt, verbannt. Die Karte will ich nie wieder in meinem Leben sehen, zumindest nicht für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Oder zumindest solange Union Carrier legal ist. So, wir machen direkt weiter und gucken uns mal die nächsten. Ja, was haben wir hier? Maxi, nee, Maxi ist natürlich weiterhin verboten. Alle hoffen natürlich immer, aber nee, ich glaube, das wird nichts. Also, können sie sich im OCG vielleicht leisten, hier im TCG wird das, glaube ich, nie was wert. Und, oh, das ist ja schade, August Hafen Horror ist weiterhin verboten. Oh, den hätten sie ruhig auf 1 rausbringen können. Also, das ist natürlich... ja, ist wie das ist. Scrollen wir mal weiter, was haben wir hier? Ein bisschen Spiral-Zeug, alles nicht auf der Liste. Link-Monster, was haben wir? Link-Kreuz. Ja, das ist tatsächlich die Karte, die ich auch schon bei Instagram gesehen habe. Da wurde ich gespoilt. Link-Kreuz ist verboten im TCG. Wir dürfen sie nicht mehr spielen. Berechtigt? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch eine andere Karte aus dieser Synchro-Climb-Kombo, die hätte gebannt werden sollen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon denkt. Ich glaube, ist okay. Bin gespannt, wie die ganzen Combo-Decks jetzt ohne Linkkreuz auskommen. Es gibt ja immer Mittel und Wege. Die Frage ist, ob die dann wiederum so schnell sind oder ob, ich sag mal, wie anfällig das Ganze dann sein wird oder wie konstant. Dann scrollen wir mal weiter. Synchro ist hier nix. Xyz. Oh nö. Seht ihr auch, was ich sehe? Keinen, hier wäre es der wahre König aller Katastrophen. Das heißt, wie tatsächlich schon in meinem Banlist-Discussion-Video, wer es nicht gesehen hat, den verlinke ich hier oben, angekündigt oder beziehungsweise gemutmaßt, ja, die Karte haben sie nicht gebannt. Natürlich nicht. Virtual World rennt da draußen um und will natürlich weiterhin schön verkauft werden. Beziehungsweise gekauft werden von uns Yu-Gi-Oh!-Spielern. Und ja, und oh nee, der Breitbuhle ist weiterhin auch verboten. Ich hätte gedacht, dass Zodiac noch einen Boost bekommt.
Aber mal gucken, vielleicht ist ja Dryden noch hier mit drauf. Ich gehe mal weiter. Jetzt haben wir die Zauberkarten neu. Was ist neu? Ja! Ja, 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 ja. Rauchgranate des Diebs ist auf der Banliste. Ist gebannt. Kann weg. Hat den Holo-Reprint im Tournament Pack 14, glaube ich, bekommen. 14? 13? 14? Ich weiß nicht. 14 war es. Bekommen und jetzt, ciao! Zurecht. Verboten. Die hätten das Ganze ganz einfach umgehen können, indem sie im Reprint dem ganzen Errata gegeben hätten. Einfach ein Once per Turn draus gemacht, fertig. Dann wäre es nur halb so schlimm gewesen, aber ja. So ist sie halt weg. Tschüss. Oh, warte mal. Linkross und Rauchgranate des Diebs. Das sieht für die Infernoble Knight wieder nicht so gut aus, sag ich mal. Wobei, ich habe schon das ein oder andere Video gesehen, das geht auch ohne Linkross. Aber Rauchgranate des Diebs ist schon hart, finde ich. Also, weil, ja, ist schon berechtigt, aber hart. Zumindest für die Infernoble Knight-Spieler. Auch natürlich ein indirekter Hit für Drangling. So muss es sein. So, das war's. Mehr verbotene Karten gibt's nicht. Oder nicht mehr neue verbotene Karten. Dann gehen wir mal doch hier in die limitierten Karten. Und zwar haben wir hier natürlich die Exodia-Teile. Boah, das ist alles so, wie es war. Hier ist nichts Neues. Rusty weiterhin auf 1. Hier, ai. Drachzack. Dryden ist auch weiterhin auf 1. Und Beatrice ist auch auf 1. Ich hatte mir vorsorglich so eine zweite gekauft. Im Fall der Fälle, das, ja, schade. Dann halt nicht. Zodiac Drachzack auch nicht. Ist natürlich auch bitter. Das heißt, die Zodiacs bleiben jetzt erstmal so für die nächsten 3 Monate, wie sie sind. Ja, dann hauen wir doch mal den nächsten Deckprofil aus, würde ich sagen, oder? Scrollen wir weiter, mal gucken, ob es hier noch was gibt. Alles limitiert, nichts Neues. Nichts Neues auf der limitierten Liste. Das heißt, die einzige Karte, die auf der limitierten Liste gelandet ist. Ah, nix! Na, nee, sorry, gar nichts. Quatsch ist das, was ich hier erzähle. Ja, nichts. Nichts Neues. Was haben wir hier? Semi-limitiert. Semi-limitiert ist ein wahrer König kehrt zurück. Aha, ist jetzt von 1 auf 2. Why not? Also zumindest ein Versuch, True Draco wieder ein relevantes Deck zu machen. Und dann haben wir hier unten als allerletztes alle Karten, die nicht mehr länger auf der Liste zu finden sein werden, die früher mal limitiert, dann semi-limitiert und jetzt nicht mehr länger auf der Liste sind. So. Und zwar haben wir hier Seer, Graf, perfekt. Burning Abyss ist zu alter Stärke zurückgefunden. Können wir jetzt hier Full Power spielen. Gar nicht so verkehrt. Vor allen Dingen die Control-Variante ist sehr, sehr hart. Ob das fürs PK Fire Deck was ändert? Oh, nur bedingt, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da reichen beide Karten auf 2 aus. Dann haben wir hier Iwigishki, Geist August. Ah, limitiert und jetzt nicht mehr limitiert. Ja, Ritual natürlich. Macht vielleicht Sinn durch die Drytrons, die jetzt released wurden im Genesis Impact. Und dann haben wir hier natürlich den ABC Drachenbuster, den alle zurückgefordert haben und natürlich umwerfen. Totally awesome. Beide Karten wurden damals als hier die Master Rule 5 oder 4.1 oder wie auch immer ihr es nennen wollt, also die Rule, unter der wir jetzt spielen, angekündigt wurde, hat Konami vorsorglicherweise den Drachenbuster und natürlich umwerfend einfach mal auf 1 limitiert. Keiner hat so richtig verstanden. Und jetzt sind die Karten wieder zurück auf 3 und ich vermute mal, das wird sich jetzt für uns auch nicht großartig was ändern. Ja krass, das war die Liste. Das war's, das war das Banlist-Update für den 15. Dezember 2020. Die nächsten 2,5 Monate spielen wir mit dieser Banlist. Am 1. März 2021 droppt eine neue Banlist. Ich bin erst gespannt, wie sich das Format entwickelt, was sich verändert, was sich nicht verändern wird. Für all die, die Virtual World spielen wollen, jetzt kaufen. Jetzt, genau jetzt. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät. Gestern. Gestern hättet ihr es kaufen müssen, weil das Deck wird und bleibt definitiv ein Tier 1 Deck für die nächsten 2,5 Monate. Ich hoffe, dass Lulu sich so bei 15, 16 Euro hält, wenn die vom Preis noch weiter steigt. Ja, wird Virtual World tatsächlich ein teures Deck werden in der Zukunft. Aber ich bin echt gespannt, wie die ganzen anderen Decks sich entwickeln. Dragonlink hat irgendwie keinen Hit bekommen. Warum auch immer, so ja, Linkross, aber geht auch ohne, Smoke Grenade geht auch ohne, also Drangling ist glaube ich noch ganz gut davon gekommen. Hätte mich aber auch gewundert, wenn sie LP gebannt hätten, damit hätten sie das Deck, ja, fast getötet so, hätten sie schon tot gemacht. Aber hier ist gar nicht drauf, hier Miscellaneousaurus, der ist gar nicht auf der Liste, oder habe ich das übersehen? Warum ist denn der nicht auf der Liste, was soll denn bitte? Ja, für alle Dino-Deck-Spieler Glückwunsch. Ihr seid nochmal davon gekommen. Invoked hat auch keinen Hit bekommen.
Da gibt es so ein paar Decks und Engines, von denen ich gedacht hätte, dass da zumindest irgendwas passiert. Aber es ist ja nichts passiert. Warum ich hier immer so nach links gucke, hier ist immer tatsächlich noch die Banlist auf dem Computer offen. Und ich kann das nicht fassen, dass die von mir gerade erwähnten Karten oder Decks nicht gehittet oder nicht mal so angefasst wurden. Ja, sprich, Dogmatica Invoked weiterhin Full Power, Glückwunsch. Dinosaurs weiterhin Full Power, Glückwunsch. Dragonlink, ja, ein bisschen was abbekommen, aber ich glaube, verkraftbar. Virtual World, Full Power und zwar Tier 1 für die nächsten 2,5 Monate. Glückwunsch dazu. Was gibt es noch? Das war's. Ich glaube, alles andere ist hier. Burning Abyss, zurück zur alter Stärke. Bin gespannt, wie stark oder konstanter das Deck jetzt noch wird. Mit 2 C und 2 Graph war das eigentlich schon absolut okay, muss ich dazu sagen. Was ihr mit hier noch? Krötelig umwerfen und ABC Dragon Buster zurück auf 3. Ja, wird jetzt, glaube ich, keine große Veränderung sein für uns alle, weil wir uns, glaube ich, eher auf die ganzen neuen Decks konzentrieren und auf all das, was erst kürzlich erschienen ist und in der Zukunft erscheinen wird. Ich mach Schluss. Vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und natürlich, bevor ich hier auf den Ausknopf drücke, Daumen da lassen und abonnieren nicht vergessen, denn nur so verpasst ihr keines meiner weiteren Yu-Gi-Oh! Videos. Und damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal.